Hallo. Es ist schon wieder eine Woche her, dass wir riesengroße Probleme hatten. Ich bin jetzt hier knapp 15 Minuten im Holding noch gewesen. Das Wetter ist jetzt kurz besser. Es regnet auch manchmal. Aber ich wollte jetzt den kurzen Moment nutzen, um wirklich zu landen, damit wir die Maschine heute noch zu Boden kriegen. So. Nach einem weiteren Hold, den ich jetzt immer hier manuell geflogen bin bisher. Ich hoffe jetzt so sehr, dass jetzt nichts schief geht. Also das Wetter kann natürlich wieder jederzeit auch umschlagen. Der Wind ist nicht unbedingt besser geworden. Aber der Regen hat nachgelassen und es ist eine etwas bessere Sicht. Hier hoffen wir jetzt, dass da unten, dass der Flughafen, dass ich den jetzt dann auch direkt in Sicht habe und wir einfach das besser koordinieren können, weil das gerade eben war ein komplettes Chaos. Ich habe auch nicht mit so viel Wind und so viel Regen und so schlechter Sicht gerechnet, muss ich euch ehrlich gestehen. Ich bin übrigens vorhin nur auf 5000, weil darüber wurde es immer turbulenter und ich wollte ja in dem Moment, wenn das Wetter wirklich besser wird, direkt runter, direkt zu Boden. Ich habe ein bisschen was gemacht, damit wir das jetzt schneller durchziehen können. Und ich hoffe so sehr, dass das Wetter jetzt nicht einfach irgendwie umschlägt und das wäre gleich richtig kacke hier. Aber die Regentropfen sind schon mal weg von der Scheibe, das ist schon mal ganz gut. Dann sieht man wenigstens besser. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach besser wird. Genau, ich habe in der letzten Folge vielleicht nicht ganz so erklärt, das Problem, damit ihr es jetzt wirklich nochmal wisst. Ich habe wirklich vergessen, IRAC zu updaten, weswegen meine Maschine nicht auf den neuesten Daten läuft. Meine Karten allerdings schon. Weswegen das hier und das, was ich in der Maschine habe, leider voneinander abweicht. Deswegen war es mir jetzt nicht möglich, das alles gescheit so zu fliegen, wie es sich gehört. Deswegen gab es jetzt eben solche Probleme, dass ich zum Beispiel. Na, warum lädt die Karte eigentlich nicht nach? Dass ich jetzt wirklich den Flughafen sehen musste, dass das heute noch was wird. Deswegen geht es jetzt manuell einfach ein bisschen weiter. Und dann im Final geht es wieder nach Sichtanflug. Deswegen war ich vorhin auch so geschockt, als ich dann mitbekommen habe, hey, du siehst ja wirklich überhaupt gar nichts und man kriegt richtig Probleme. Ich hoffe, dass das jetzt besser läuft. Und bin da auch mal gespannt. Thousand to go, das ist natürlich checked. Ein bisschen mehr als 800, das passt dann aber auch. So, wir fliegen jetzt direkt über AIDES. AIDES, dann geht es wieder den Code von vorhin, den Code, genau. Den Vektor von vorhin nach Hakodate. Wir sinken auf 2,5. Level Change ist immer noch drinnen. Ich mache jetzt Vertical Speed rein, damit wir mal ein bisschen Zug hier reinbringen. Und die Klappen gehen raus, also die Speed Brakes. 180, die Decision Height ist gesetzt. Autobrake 1 habe ich jetzt nichts dran geändert, weil das alles noch passen dürfte. Dann geht es jetzt parallel zum Flughafen. Triso. Jetzt packen die Wolken rum. Gut, 1000 Go checked. Da können wir gerade mal gucken. Da kommen wir langsam jetzt rein. Das ist gerade ein Scherz von den Wolken, ne? Wie weit gehen die denn? Ah ja, nicht mehr weit. Ah, super. Ja, das passt noch. Passt noch, keine Sorge. Ja, Flugzeug. Ich habe es zur Kenntnis genommen, aber es passt. So, wir sinken noch. 1000. Level Change. 1,5. So, Flaps 2. Flaps 5. Speed Brakes gehen raus. So, das muss jetzt einfach alles
bisschen professioneller und schneller ablaufen als gerade eben, wo ich einfach komplett im Stress war. Autopilot off, I have control. Auto throttle off. Ja, passt schon, passt schon. Genau, hier sind ein paar Berge, deswegen ist die Maschine immer etwas auf Zacke, mich hier wieder hochzubringen. Aber die Runway ist nicht in Sight, so sieht's aus. Okay, drehen noch ein bisschen ab. Flaps 10. 15 und get on. So, Klappenspinn gerade ein bisschen rum, das ist okay. Das liegt allerdings an meiner Hardware und nicht am Flugzeug. Klappen 30 war gesetzt für die Landung. So. Da unten ist der Flughafen. Aber wo ist die Piste? Mal kurz Tag rein, um zu gucken, ob da nicht wieder irgendein Bug in der Piste ist. Weil ich das schon ein paar Mal hatte. Und wenn ich die Piste nicht sehe, dann können wir heute nicht anfliegen. Aber sieht nicht so aus. Obwohl die Piste ist, glaube ich, echt nicht beleuchtet. Das ist natürlich jetzt nicht so fein hier. Hi. So, da kam die Piste gerade sehr spontan. Approaching 3-0. Too high, too high. Ja, too high, too high. Kann doch alles nicht passen hier. Also, die Szenerie an sich sieht ja wirklich gut aus. Aber wenn die Piste nicht beleuchtet ist, dann ist es im Anflug schon wirklich, ja, ein Schuss in die Hose. Caution, taxiway, caution, taxiway. So, gut, die Piste habe ich jetzt wesentlich zu spät gesehen, muss ich zugeben. Long landing, 7000 feet remaining. So, 7000 feet remaining, da müssen wir jetzt ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. 80 knots. Check. 60, manual. Gott, ey. Also, so schlechtes Wetter, nicht beleuchtete Piste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in echt auch nicht beleuchtet ist. Weil der Flughafen ja nicht nutzbar. Ich werde gleich nochmal mir die Karten ganz genau angucken, ob da irgendwas drin steht, was ich vorhin überlesen habe, dass man den Flughafen vielleicht tagsüber nur anfliegen darf. Aber kann ich mir gerade nicht vorstellen. Wirklich nicht. Aber die Piste war auch so komisch gelb. So. Wir nehmen direkt einen Stand hier vorne. Rollen wir jetzt auf die Taxi-Line. Ah, der Bus parkt sogar, sehr nett von ihm. Funktioniert ja besser als die Standard-Explained-Dinger und das in der Freeware-Szenerie. Ich bin positiv überrascht. So, wir schauen uns die Szenerie gleich nochmal an, weil die wirklich gut aussieht am Tag. So, machen wir die Lichter aus. Das wäre dann das da. Dann das an. So. Also, kann man gucken, was jetzt alles für Warnungen hier kamen. Das waren einige. Gut. Damit sind wir jetzt gelandet.
Das war, ja, wie soll ich sagen, nervenaufreibend. Beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut. Ja, ich sag jetzt auch zu der Landung nicht mehr viel. Das war jetzt, naja, ich beschäftige mich jetzt noch mal ein bisschen mit dem Flughafen und dann könnt ihr noch mal in die Videobeschreibung gucken. Da steht wahrscheinlich irgendeine Erklärung, warum die Piste nicht beleuchtet ist. Aber ja, das war doch jetzt mehr Stress als gedacht. Eine Sache wollte ich gerade noch mal zeigen. Also ich habe die Szenerie in Kombination mit Japan Pro ebenfalls kostenlos, ebenfalls von Mr. X. Das macht einfach komplett autogen in Japan. Das sieht wirklich, also wenn ihr euch das mal anguckt, das sieht wirklich super aus. Hier natürlich die Orto von der Szenerie auch. Sieht schon ziemlich gut aus. Und der Flughafen ist auch echt schön gemacht, sogar mit so 3D-Gras und allem. Aber nochmal, die Piste ist nicht beleuchtet und sie ist gelb. Ja. Ich werde mich. Oh, das sieht schon echt ganz cool aus. Ich werde mich da jetzt mal ein bisschen drum bemühen, da was in Erfahrung zu bringen, solche in die Kommentare zu schreiben. Ich habe wahrscheinlich irgendwas ganz Großes verpennt hier. Und es ist wirklich so, dass die Szenerie, dass der Flughafen echt nicht beleuchtet ist, was mich allerdings ein bisschen wundern würde. Aber ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.